Mit einer klaren Botschaft ist die katholische Jugend in der Neuwieder Fußgängerzone unterwegs. Mancher muss gar nicht lange überlegen, ob er an der Fotoaktion teilnimmt. Ich finde, Rassismus geht gar nicht und da fühle ich mich auch selber dann angegriffen, wenn es gar nicht gegen mich geht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich doch die Leute, die davon betroffen sind, verteidigen muss. Schon mehrere hundert Menschen zeigen inzwischen ihr Gesicht für die Aktion. Darunter auch Prominente wie der Fußballer Kakao. Die Jugendlichen im Bistum Trier wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Weil das für mich, also mich persönlich, an Zeiten erinnert, die ich nicht erleben möchte. So, wenn Religionen wieder Feindbilder werden, wenn ja, auf einmal wieder Diskriminierung Alltag wird und die Stimmen auf einmal so laut werden, dass sie es in Fernsehrunden schaffen. Unterstützt werden die Jugendlichen vom Trierer Bischof Ackermann. Auch er hat schon sein Gesicht gezeigt. Gegen Rassismus sein ist für ihn eine Frage der Menschenwürde. Auch wenn jemand fremd ist, jemand völlig anders denkt, auch mir vielleicht unsympathisch ist, aber sozusagen in der Tiefe sind wir alle Kinder Gottes und das ist für mich die stärkste Begründung, auch Menschen anzunehmen, wie sie sind und natürlich versuchen, in einer guten Gemeinschaft zu leben. Mit musikalischer Unterstützung haben das die Neuwieder den ganzen Nachmittag gemacht. Die Fotoaktion der katholischen Jugend läuft noch bis zur Bundestagswahl.